Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft. Ja, starten wir mal gleich los, wa? Ach ja, ich habe einen neuen Mod installiert. Unter anderem mehrere Mods. Der Mond geht auf. Unter anderem mehrere Mods, beispielsweise den... hakenden Mod. Hallo, Minecraft? Hallo? Ach so, okay. Unter anderem den Singleplayer Commands. Der hat sich automatisch mit dem anderen Mod, beispielsweise Fly. Und so. T-Fly. Es gibt ganz viele. Und ich habe den Mo Creatures Mod installiert. Wovon ich jetzt doch, da hinten ist er. Ein Fuchs. Skorpione. Nachteil ist, die Viecher spawnen und despawnen wieder. Ich habe das aber ausgeschaltet, dass die Vanilla Mobs. Also ich musste so ein bisschen hin und her probieren. Den Mo Creatures Mod habe ich auf Wunsch von dem YouTube-User FatihXDDX installiert. Vielen Dank für den Hinweis oder für den Verbesserungsvorschlag. Ich habe den einfach mal befolgt und habe den Mod installiert. Zum anderen, was mir gerade aufgefallen ist, wo ich die letzte Folge angeguckt habe, hochgeladen oder jetzt gerade am Hochladen ist, ein Fehler, den ich unbedingt beheben muss. Einzeln, ich nehme lieber mehrere mit. Das kann mir nicht gar nicht angehen, dass wir das da haben. Skorpion. Okay, tagsüber tun die uns nichts. Oder? Nein, gut. Ich weiß nicht, ob ich das schon geändert hatte, aber ich glaube... Oh, ein Delfin, ein pinken Delfin. Süß. Ja, wir haben jetzt auch Wasser und ein Hobbelhäschen. Also, viel schöner. Aber warum so viele Skorpione? Ich habe die Spawnrate doch runtergemacht. Und zwar... Der hier. Kommt hier nämlich die Fackel weg. Und die Fackel... Die Fackel kommt dahin, denn es ist jetzt auch wieder synchron. Symmetrisch. Ey, da sind ganz schön viele Mantas. Ganz viele Mantas. Delfine. War das ein Hai? Ja, da ist ein Hai. Da ist ein Hobbelhäschen, aber irgendwie... Die Geräusche sind echt merkwürdig. Aber warum spawnen hier so viele Skorpione und eine Ente? Ich habe die Spawnrate doch runtergeschraubt. Naja, egal. Alter, du hörst dich eklig an. Frame-Einbruch. Kann mir jemand mal verraten, ob es daran liegt, dass die Frame einbricht, wenn ich eine veraltete Version von... von Fraps habe? Ob es daran vielleicht liegen kann? Dass die Aufnahmen ruckeln. So. Aber zuerst mal, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Im Nachhinein nicht gefallen hat. Ist dort hinten der Eingang zur Hölle. Den machen wir jetzt mal anders kurz. So. Machen wir mal ein paar Treppchen. Für die eine Woche auf die Folgen gewartet haben. Tut mir leid, dass ich nichts hochladen kann. Denn ich war mit meinem Sportverein, wo ich angemeldet bin. Also ich bin in einer Tanzgruppe und wir hatten einen Auftritt in Helgoland. Und hatte daher viel um die Ohren und keine Zeit, um aufzunehmen. Und ja, daher sind die Aufnahmen halt ein bisschen... haben die Aufnahmen ein bisschen drunter gelitten. Dafür tut's mir auch leid. Aber, naja. Es kann passieren, dass ich jetzt vielleicht am kommenden Samstag... ich weiß gar nicht. Ah, ne. Ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür. Und zwar, dass ich an dem Samstag, bevor die Folge hochkommt... keine Folge hochgeladen habe, aber ich fahre dort mit einer
mit den Tanzgruppen, mit dem Verein, sag ich jetzt mal, zur Norddeutschen Meisterschaft. Und habe da auch überhaupt keine Zeit, irgendwie was hochzuladen. Vielleicht lade ich die gleich morgens hoch. Mal sehen. Mal gucken. Aber das sehen wir ja dann. So. Haben wir das hier mal ein bisschen verschönert. Da kommen noch Clean Stones rein. Das wird auch noch mit Cleanies gemacht. Und dann so. So. Obwohl, das könnte ich auch mit Kabels machen. Oder? Eigentlich? Doch, eigentlich kann ich das auch mit Kabels machen. Ne? Also den Boden jetzt aus Kabels, die Decke aus Kabels und das aus Kabels. Habe ich noch Kabels jetzt bei mir? Ja. Sehr schön. Mal gucken, wie das aussieht. Sieht, glaube ich, besser aus mit den, als mit den Cleanies, oder? Mal gucken. Probieren geht vor Studieren. Oh, und ich hasse das Portalgeräusch. Kleinen Moment. So. Bisschen die Geräusche leiser machen. Damit ich hier nicht so schreien muss. Was ich auch überhaupt nicht will. So, das machen wir. Naja. Das machen wir gleich von draußen wieder schöner. Ach ja, da hatten wir ja die Kohle abgebaut. Und mal gucken, dann bauen wir heute ein Bauernhäuschen noch weiter. Und ich würde sagen. Ja, doch erstmal am Bauernhäuschen weiterbauen. Damit wir auch bald unsere Viehzucht machen können. Ich denke mal, das ist das Angebrachteste momentan. Wir haben ja endlich das Dach fertig. So. Ich glaube, das sieht ein bisschen besser aus so, ne? Doch, ich glaube, das sieht besser aus. So. Komm, der kommt auch weg. Kommt hier für den Eingang sowas. Kommt da nochmal so. Kann man nicht dahinter? Ne, kann man nicht. Okay, dann muss der nochmal weg. Und der weg. Kann ich den hin und den hin. Dann mache ich das jetzt erstmal weg. Ah, oh, guck mal, eine Dori. Und eine dicke Feuerqualle, die ich nicht berühren möchte. So. So. So, das vertuschen wir jetzt mit Erde. Huch, ab ins Wasser. Ogre habe ich ausgeschaltet, weil alles schön und gut, dass es dieses Special, sag ich mal, gibt, aber unbedingt haben muss ich es nicht, also ich bin zufrieden mit natürlichen Tieren, damit das alles so ein bisschen schöner hier ist. Und ich weiß nicht, Ogre. Naja. Muss nicht wirklich sein. So, jetzt habe ich keine Erde mehr. Hm. Das sieht doch viel schöner aus, wenn hier so viel los ist. Weil. Würde sie anderen Rabe. Ich bin noch nicht tot. Da oben hatten wir ja auch alles schon vorbereitet für den Leuchtturm. Soweit ich weiß. Da ist Rabe. Ja, das machen wir da unten nochmal später schöner. Wir werden jetzt erst einmal. Ja, wir brauchen noch jede Menge Erde, um das hier alles zuzuklatschen. Hm. Da kommen ja Felder rein. Die Tiere wollte ich auf die Seite verlagern. Puh. Hier in der Mitte weiß ich gar nicht, was ich hier hin machen möchte. Optischer Bauplan gerade überhaupt nicht da. Naja. Ih, Mäuse. Pfui. Komm, stirb, Maus. Oh, Seeds. Seeds. Durch Mäuse können wir Seeds farmen. Die sind bestimmt unter uns. Nachteil ist, dass die Viecher, was ich gerade eben schon erwähnt habe, immer wieder spawnen und immer wieder despawnen. Und dadurch kann das sein, dass unsere Felder ab und zu mal kaputt sind durch Vögel oder sowas, die hier drauf landen.
Also das ist ein bisschen schade. Aber naja. Das werden wir wohl verkraften, ne? Ja, komm, holen wir uns jetzt erstmal Zäune. Ich habe eine Maus im Haus. Ich will keine Mäuse im Haus haben. Ich habe ganz viele Mäuse im Haus. Ich bin nicht dreckig. Ich habe keine Bruchbude. Mistviecher. Auch 36 Zäune. Ich glaube nicht, dass das reicht. Oh, da haben wir noch Bretter. Da haben wir noch Bretter. Haben wir noch mehr Bretter? Haben wir hier noch Bretter? Aber nee, wir haben Stickies. Ja. Ja, wegen der Lichtschaltung muss ich mir auch noch was einfallen lassen. Huch, so. Was ist mit der Framerate los? Ach ja, erstmal too many Items aus. Flop. Flop. 48 wird niemals reichen, also flop. Machen wir nochmal so, flop. Zäune brauchen wir mehr als genug. Holz können wir uns jederzeit wiederholen. Also von daher, flop. Bam. Haben wir es denen gegeben. Dann können wir auch bald unsere ersten Tierchen hier rüberholen, ne? Nee. Ach, verdammt. Ich brauche noch die Dinger. So, der kam dahin. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Da kommt ein Zaun hin. Ich will das ja symmetrisch haben, ne? Und dann kommt hier wieder dieser Zaungang hin. Okay, also ein weiter und Zaungang. So und dann so. Wenn ich jetzt richtig sehe. Ja, dann kommt da nämlich das Ding ins Bums hin, die Fence Gate, und dann kommt hier die andere Seite von dem. Ich glaube, wir sollten schlafen gehen. Schon wieder? Ich bin doch gerade erst. Ich will keine Mäuse haben. Den Matmos-Mod will ich mir, glaube ich, nicht holen. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken, aber zum Creatures-Mod noch den Matmos-Mod. Das hat bestimmt auch noch was. Der Matmos-Mod ist nämlich, für die, die es nicht wissen, es ist ein Mod mit Soundeffekten. Also wo Windgeräusche oder was weiß ich noch kommen. Da ist schon das erste Problem. Da hobbelt ein Vogel bei uns im Felde rum. Komm, spielen wir Vogelscheuche. Ah, stirb! Oh. Du Mistvieh! Komm her! Hm. Warte ab, du Mistviech! Kackbratze. So. Ist unser ganzes Feld kaputt, verdammt. Manu. Das geht ja mal gar nicht. Mistviech. Uah, Frame-Einbruch. Gerade eben noch mit KKB das Let's Play Together aufgenommen. Wo ich auch gleich die erste Folge morgen hochladen werde. Nachdem ich von der Arbeit wiederkomme, natürlich. Das zieht von da aus gerade durch. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie viele das sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Stück. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf.